Ich begrüße euch das erste Mal nach Ewigkeiten wieder aus Transport Fever 2 und zwar nach wie vor von der Mainline-Karte. Einige ganz alte unter euch mögen sich dran noch erinnern, das ist schon ein paar Monate her, aber wir spielen das Ganze weiter. Ich habe auch in der Zwischenzeit eigentlich so 7-8 Folgen aufgenommen, aber aus verschiedenen Gründen, auf die ich jetzt einfach nicht eingehen werde, weil das eh nur langweilt, werden diese Folgen nicht online gestellt. So. genau, also das Projekt ist praktisch die Mainline. Ich zeige euch einfach nur, was jetzt so passiert ist von Anfang an. Hier haben wir damals gestartet in Arrowhead und die Idee des Ganzen ist es, dass wir halt hier eine Güterverkehrslinie haben, die Mainline hier, die praktisch immer an solchen großen Güterumschlagsplätzen hält und alles transportieren kann, alles. Ne? Und wir bringen dann praktisch alles zu diesen Güterbahnhöfen hin, von den einzelnen Industrien und beliefern dann von hier aus auch die Stadt und so. Und diese Züge fahren halt im Grunde mehr oder weniger dann irgendwann im Kreis, praktisch von Mainline-Station zu Mainline-Station, wenn man so möchte. Und transportieren halt alles wahllos vor sich her. Hier vorne haben wir den auch, einen unserer Züge. 185 bespannt. Genau, und dann haben wir praktisch alles drumherum angeschlossen und sind dann weiter expandiert hier in Richtung Scotts Grove. Hier haben wir dann praktisch unsere zweite Güterzentrale hingestellt, wo wir die ganzen Sachen hin transportieren. Wir sehen auch, hier liegt doch unglaublich viel Zeugs rum. Hier ist die kleine Stadt daneben. Hier hält auch, glaube ich, die Baureihe 420, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Da sieht man jetzt nicht mehr. Hier hinten auch noch ein bisschen Industrie und einzelne Städte. Das alles wird halt immer angeschlossen und wird dann per Zug oder sonst wie zu diesen Bahnhöfen gebracht. Und hier wird das Ganze dann eben weiter verschifft oder eben verzugt mit der Mainline. Genau, dann sind wir weiter expandiert in Richtung Blue Valley hier vorne. Hier ist schön am See mit dem Stadion und so. Hier vorne ist dann praktisch der Güterbahnhof. Hier hinter der Personenbahnhof, der Dresden-Neustadt-Bahnhof, sind dann hier noch ein bisschen in die Richtung weitergegangen. Hier mit Personenverkehr noch in die Richtung. Da vorne ist auch noch eine Stadt. Hier vorne haben wir praktisch einmal so um den See zwei Linien angelegt. Hier ist auch sehr, sehr viel Güterverkehr auf der Strecke unterwegs. Kommt dann hier vom Bauernhof unter anderem. Man sieht auch, hier liegt auch unglaublich viel rum. Ne? Also da ist schon viel. Auch hier liegt einiges rum. 316. Und auch hier der Wald. Oh, yeah, yeah. Wie viele Züge haben wir denn hier drauf? Ah, schon zwei Züge. Diese Industrie ist nicht angeschlossen. Das stört mich. Da eben mal noch eine Landstraße hin. Vielleicht mit Kurve. Huch, was ist denn los? So, einmal du angeschlossen. So, wer meldet Probleme? Die Mainline. Warum? Was ist denn los mit euch? Warum bist du denn aufs falsche Gleis jetzt gefahren? So, und jetzt musst du über die Weiche rechts. Verstehe ich jetzt nicht. Fahr nochmal zurück. Oh, du bist zu lang. Ich sehe es. Fahrzeug verwalten. Das ist natürlich unvorteilhaft. Dann nehmen wir einen hier weg. Na, wo sind wir denn jetzt hier? Oh, eieiei, schon viel zu weit. Da wollte ich noch gar nicht hin. Genau, also wir waren dann praktisch hier. Haben dann hier alles drumherum angeschlossen. Und dann sind wir natürlich weiter expandiert mit der Mainline. Und zwar... hier, durch diesen Tunnel hier, meine ich. Genau. Auch eine Regionalzuglinie, die hier durch, einmal unter die Alpen durch.
Hier ist ein bisschen was schon an Industrie gesetzt. Und dann ging das hier weiter mit der Zuglinie. Zack, zack, zack. Und dann hatten wir hier die nächste Güterzentrale. Und zwar sogar zwei Stück nebeneinander gestellt. Aha. Ist hier irgendwas in der Nähe? Hier ist eigentlich gar nichts in der Nähe, ne? Achso, ja gut, okay, das ist praktisch die Güterzentrale hier für Tellen, für Heslingen, für Lückstedt, für Groß-Niedersheim und halt für die ganzen Industrien drumherum. So, ne? Genau, hier habe ich unter anderem auch eine Zuglinie hingemacht, praktisch hier ganz nach oben hin. Ist auch gar nicht so leicht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, die führt dann praktisch hier einmal hier so runter im Kreis und dann da durch den Tunnel und dann wieder zurück, da wo wir hergekommen sind, aus dem Blue Valley. Theoretisch könnte man auch überlegen, diese Zuglinie irgendwie noch hier so weiterzuführen und dann irgendwie durchs Tal runter. Und dann ist aber hier auf der Seite nichts mehr. Hier könnten wir noch eine Stadt hinpflanzen oder so. Aber wir haben ja hier erstmal noch genug zu tun. Genau, und hier habe ich auch noch so ein cooles Bauwerk hier hingepflanzt. Das habe ich nicht selbst gebaut, sondern das ist praktisch durch irgendeine Mod oder vielleicht auch in-game so vorgegeben. Das finde ich ganz nice. Habe die Signale noch so ein bisschen angepasst, dass ja, die Züge jetzt hier praktisch in dieser 8 rumfahren. Und das finde ich schon ganz, ganz interessant. Wo fährst du eigentlich hin? Du hast gar keine Linie. Aha. Was sind die Mainline? Was machst du hier? Und jetzt? Okay. Ach so, ich habe dich, glaube ich, im Depot gekauft. Hä? Wie kommst du denn da hin? Kommst du denn jetzt auf dein Gleis? Ja. Okay, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Okay, aber es scheint ja irgendwie zu stimmen. Hier haben wir auch schon einen Zug. Wer bist du? Kohle, Erz, ML-Zulieferung, Talon. Achso, du. Genau, hier vorne nach Lückstedt fährt auch schon ein Zug hin. Hier ist auch so ein Schwimmbad, habe ich hingestellt. Hier gibt es auch so Sims in so Badekleidung, finde ich ganz, ganz cool. Habe ich einfach mal hier so hingepflanzt, weil warum auch nicht. Diese Steine können wir aber hier mal wegnehmen. Das ist ja nicht so schön. Genau. Ja, ach ja, genau, hier ist noch ordentlich Industrie entstanden, hier in der Ecke. Das ist, glaube ich, alles nur Szenerie. Das ist Zeche Zollverein hier in Essen, gibt es als Mod. Und ja, hier habe ich so ein bisschen was dahingestellt. So ein paar einzelne Sims da abgestellt. Alles jetzt nichts irgendwie besonders krasses, nur so ein paar Gebäude, ein paar Loks, das einfach nur so ein bisschen den Anschein hat, als sei hier irgendwas los. Hier ist auch, glaube ich, eine KI-Linie unterwegs, genau. Wo ist er denn? Ja, genau. Hier ist so eine ganz, ganz kleine süßere Engine auf dem Weg. Die ganz langsam hier vor sich herfährt und nach rechts und mal nach links und so mit den ganzen, über die ganzen Weichen durch die Industrie und alles. Ja, fand ich ganz hübsch eigentlich. Okay, dann können wir uns jetzt, nachdem ich euch das meiste hier gezeigt habe, können wir uns jetzt mal eigentlich um das in Anführungszeichen richtig Interessante kümmern. Also, dass wir jetzt einfach mal ein bisschen weitermachen, denn wir haben ja gerade mal erst 10 Minuten, mehr oder weniger. Und ich würde sagen, ein bisschen können wir noch. Und da habe ich mir Folgendes überlegt. Ich habe mir noch gar nichts überlegt tatsächlich, was wir genau machen. Ich wollte euch das Ganze erstmal nur zeigen. Aber ich fände vielleicht eine irgendwie eine Zuglinie irgendwie hierhin gar nicht mal so schlecht. Die Frage ist, wie machen wir das? Vielleicht könnten wir eine von hier hoch runterführen über die Gleise, die wir halt schon haben. Also hier so. Und dann irgendwie mit einem Überwerbungsbauwerk hier drüber, maybe. Oder haben wir da noch eine Alternative? Wir könnten theoretisch hier so einmal um den See herum, dann einmal hier ins Tunnel rein, hier einen Bahnhof hin und da einen Bahnhof hin. Dann hätten wir praktisch so eine Drei-Städte-Linie. Das würde mir gefallen. Genau, machen wir so. Also machen wir ein bisschen Personenverkehr. Was nehmen wir denn für einen Bahnhof?
Oh, den Berliner Hauptbahnhof, den würde ich auch noch gerne nehmen. Aber der passt, glaube ich, hier in dieses kleine Örtchen hier am See auch nicht so gut hin, ne? Was ist das? Bahnhof Wittenbergplatz, ne? Das ist U-Bahn. Curved Station. Treppenaufgang. Das ist doch nicht schlecht. Curved Station hier so am Wasser. Wenn ich dich jetzt mal hier so drehe, wobei ich glaube, die Straße, kann ich die wegnehmen? Ja, dann sind zwar die Brötchen alle weg, aber. Jawohl, genau, in die Richtung. Können wir die 320 nehmen? Und dann haben wir eine Brückenpfeiler-Kollision. Warum? Muss ich hier erstmal abflachen, ich glaube schon, ne? Dann flachen wir mal. Oh, ne. Genau. So, einmal. Aber die Brücke ergibt da auch nicht so viel Sinn, ne? Wobei. Ja, so ist gut. Machen wir nicht einfach so. Dann machen wir noch einmal den hier ein bisschen abflachen, ein wenig das Ganze. So, genau. Schließen wir das einmal kurz an. Hier mit so einer Brücke über den See. Ergibt das Sinn? Nein. Mache ich es trotzdem? Ja. So. Und wenn wir hier noch mit den Gleisen raus wollen, dann machen wir das halt, ne? Das ist ja gar kein Problem. Okay, dann einmal hier entlang des Sees nehmen wir mal ruhig die. Nehmen wir mal die Gleise. Ja, wobei, wir können eigentlich vielleicht auch die Gleise nehmen. Eine Weiche. Eine Weiche können wir hier hin machen. Okay, das haben wir. Jetzt müssen wir schon gucken, wo wir hier rein wollen. Beziehungsweise wo wir den Bahnhof hinstellen. Mir wird es irgendwie hier so in dem Bereich ganz gut gefallen. Die Frage ist, kriegen wir das sinnvollerweise hin? Vielleicht mit so einer Hochbahnstation. Hier, wie ist mit der hier? Die Gebäude sind mir alle egal, die können ruhig flöten gehen. Die interessieren mich nicht. Ja, aber dann entsteht da so eine große Kuhle. So vielleicht, so sind wir so auf halber Höhe. Ja, ist glaube ich gar nicht mehr so schlecht. Bisschen länger allerdings schon die 240. Nehmen wir hier S-Bahn-Schild. Nehmen wir mal 9 Meter Höhe. Daisy und Signale, ja, was auch immer das heißen soll. Straßen. Tangente, parallel. Nehmen wir die Tangente. Kollision. Hier geht's. So, gekauft. Sieht das gut aus? Ja. Wer Schönbau will, der muss sich einen anderen YouTube-Kanal raussuchen. Da gibt es ja einige, die können das sehr, 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 sehr gut. Und dann gibt's mich.
So, ja. Genau. Nehmen wir noch ein schönes Tunnelportal. Erst mit dem hier. Und gekauft. Und das zweite Gleis. So. Einmal hier am See entlang. Hier schön dem Uferverlauf folgend. Na, irgendwie gefällt mir das nicht. Das meandert so ein bisschen. Setzen wir das Ganze nochmal neu an. Ups. Das ist schon besser. Und Gleis Nummer 2. So. Dann sind wir schon mal da drin. Hier dann mit einer schicken Brücke raus. Ah, das Ding hat schon eine Brücke, ne? Aber keine Brückenpfeiler. Na. Dann nehmen wir uns mal eine Brücke. Nee. Hast auch keine Pfeile. Warum hast du? Du hast doch Pfeile. Dann nehme ich mal die hier. Da können wir die Pfeiler, glaube ich, selbstständig setzen. Nee, das will ich auch nicht. Oh ja, nehmen wir die. Die gefällt mir sehr. Aber vielleicht können wir ein bisschen runter. Moment, das ist auch nicht besonders gerade. So. Jetzt nochmal die Brücke ändern. War, glaube ich, die hier. So. Und jetzt wollen wir wohin? Also, wir wollten darüber. Müssen wir einmal hier wirklich schwingen. Ja, so vielleicht. Oder wir müssen eigentlich noch ein bisschen weiter zurückschwimmen. So vielleicht. Bisschen unrealistisch, aber gefällt mir das. So, genau, da sind wir dann auch wieder auf dem Boden. Das ist gut. Zack. Ja, ist auch eine nette Kurve. Kann man doch so machen. Praktisch an der Industrie vorbei, über die Stadt. So. Und jetzt überlegen wir uns mal hier für Groß-Niedersheim. Was kriegst du für einen Bahnhof? Hier der Berliner Bahnhof? Nee. Ich hätte ihn gerne am See. Den könnten wir vielleicht irgendwie hier vielleicht bei Far Rapids oder hier in Clifton. Das sieht doch gut aus hier so weit oben. Ja, wobei so weit oben ergibt dann nicht so viel Sinn mit dem Berliner Bahnhof, glaube ich. Hier, das ist ein Kandidat. Aber das ist praktisch schon am Ende der Map. Das dauert noch Ewigkeiten. Hier sind doch keine Städte mehr, ne? Dann vielleicht hier in Far Rapids. Aber es bringt auch nichts. Na, egal. Berliner Hauptbahnhof ist ja jetzt noch nicht unser Concern. Gucken wir mal, was wir hier noch für Gebäude übrig haben. Ich war auch tatsächlich lange nicht mehr im Steam Workshop unterwegs. Und habe jetzt auch gar keine neuen Mods in irgendeiner Form geladen, die in den letzten Wochen und Monaten rausgekommen sind. Ah, der klappt leider auch nicht. Der klappt. Machen wir mal den 5-gleisig und 23. Plattform Connector. Hätte ich gerne einen Overpass Main Building. Ja, das ist das Standard. Ne, nehme ich gar keins jetzt erstmal. Oberleitung, ja bitte. Hier wird er sich doch ganz gut machen, oder? Ja.
Und goodbye. Bye bye. Bis dann. Auf Wiedersehen. Es war mir eine Ehre. Ja, ja, ja. Beschwert euch beim Bürgermeister. Ja. So irgendwie. Und jetzt hier Verschiedenes. Was haben wir da so? Ah, das sind die ganzen Deko-Elemente. Passagiergebäude. Haben wir da irgendwas Schönes? Ja, wir nehmen mal das hier. Vielleicht hier noch so eins. Und da noch so eins. Wieso können wir eigentlich auf der Seite? Achso, da ist kein Gleis. Okay. Keine Plattform. Straße. Noch schnell anschließen. Einmal hier ein bisschen abflachen. So. Autosave. Dann save mal dein Auto. Los. Damit ich den Bahnhof schnell noch anschließen kann. Die Straße wird eh irgendwann wieder gekappt, wenn wir hier dann Busse machen und so. Okay. Gleise. Wo sind wir stehen geblieben? Irgendwo hier unten. Ja, die Straße muss auch weiter. Ja, ja, ja. War eine Hauptverbindung. Beschwert euch irgendwo anders. So, einmal hier so gerade hoch. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich die Gleise links auch nehmen. Gehen wir noch ein Stück gerade erstmal raus. Jetzt einmal die Kurve. Also so. Okay, dann gehen wir den mal die Straße zurück. Ländliche Straße. Also erstmal kann man das hier mal anschließen. Dann vielleicht hier einen Bahnübergang. Dann da rein. Okay, Signale. Signale. Okay, starten wir da, wo wir angefangen haben, nämlich hier in Hieslingen. Wo ist der Bahnhof? Da ist der Bahnhof. Einmal hierhin eins, einmal dahin eins. So. Tunnelsignale, die muss ich mir mal noch runterladen. So. Dann einmal hier in eins, einmal dahin. So, einmal dorthin und einmal noch ein Signal vor der Weiche und einmal eins am Bahnhof. Auch wenn wir das am Bahnhof eigentlich gar nicht brauchen. Dann können wir eine neue Linie machen. Von hier nach dort. Nach dort. Nach dort.
Das ist zweigleisig, das ist auch zweigleisig, hervorragend. Und dann ist das, wie haben wir denn die Linien genannt? Regio. Regio. Gieslingen. Glückstedt. Groß-Nüdesheim. Groß-Nüdesheim. Okay. Dann ist der Bahnhof eigentlich hier. Ja, der ist angeschlossen. Du bist angeschlossen. Und du bist angeschlossen. Ich würde sagen, machen wir hier vielleicht noch einmal einen Bus hin. Hier reicht so eine kleine Busstation. Ist das am Bahnhof angeschlossen? Ja. Vielleicht hier so. Genau. Dann einmal da so. Und dann eine Schlaufe. Bus. Bus 1980 Palmen Haltestellenschild Beleuchtung. Einmal alles. Einmal von hier nach hier, nach hier, nach da. Und das ist dann der kleine süße Bus in hieß. Lingen. Aha, so. Dann einmal ein Straßenfahrzeugdepot. Einmal dich. Und einmal dich. Es reicht eigentlich auch nur ein einziger Bus aus. So, dann haben wir hier schon mal einen Bus. Wollen wir hier auch schon mal einen Bus machen in Glückstedt? Irgendwie wäre es schon sinnvoll, ne? Ich nehme mal hier diese Straße weg. Achso, die gehört zum Bahnhof. Oh. Städtische Straße. Das ist die Straße. Aber klar, dass das nicht klappt. Aber es gibt eine Verbindung, es gibt zwei Verbindungsstraßen zwischen oben und unten. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier einen Bus machen oder sowas, können wir eigentlich einen Zug für die Strecke uns mal kaufen. So, Gebäude. Nehmen wir das hier. Das passt, glaube ich, ganz gut hier hin. Was nehmen wir uns denn? So ein Triebfahrzeug? Nö. Eine Elektrolok hätte ich gerne. Und zwar hier. Das ist doch schön. Aber jetzt sind die sind ja eher so im Güterverkehr unterwegs. Hier RE460 ist, glaube ich, auch eher so Fernverkehr, ne? Aber ist mir jetzt egal. Passagier. Rheingoldwagen. Die passen aber nicht so gut. Irgendwas SBB-mäßiges hätte ich dann jetzt auch schon gerne. Ist zwar jetzt nur so eine Regio und so, aber warum nicht? Wo nehme ich hier die Eurocity-Wagen? Ja, die grauen Eurocity-Wagen. Ja, die sind toll. Hier haben wir noch was. Panoramawagen und dann noch hier so ein BPM-Wagen und dann hier auf die Regio Gieslingen.
Sehr schön. Aha, wir haben Kamerapositionen. Page up und Page down. Aha. Im Wagen auch. Nicht schlecht. Das gefällt mir. Das ist, glaube ich, zweite Klasse hier. Haben wir auch den Panoramawagen? Da ist der Panoramawagen. Wie cool ist das denn? Haben wir den noch in Fahrtrichtung? Ja, hier. Wie cool. Aber bleiben wir mal vorne. Okay, der wird jetzt, glaube ich, ja, der hat jetzt erstmal noch keine Passagiere, aber wir haben ja jetzt schon, genau, wir haben ja jetzt Busse hier in Heslingen. Vielleicht wären Busse hier eigentlich dann auch nicht schlecht, weil hier stehen sogar Menschen. Ich sehe gerade, der Teil der Stadt ist gar nicht verbunden mit dem unteren Teil der Stadt. Ist auch nicht so gut. Geht das irgendwie hier so? Straße hier in Richtung der Industrie ziehen. So. So. Und dann praktisch hier einmal den hier so. Dann machen wir hier auch noch einen Bus hin. Komm, wenn wir schon dabei sind, dann machen wir das eben auch. Hier kann aber vielleicht ruhig eine größere Bushaltestelle irgendwo hin. Du. Wo könntest du denn hinkommen? Hm. Ja, das sieht ja nicht mehr gut aus mit der Klippe da. Das hier? Ne. Das ist, glaube ich, die Pfeiler. Der Bahnhof ist am Weg. Was mit die hier? Hängst du am Bahnhof dran? Du hängst am Bahnhof dran. Dann nehmen wir mal diese Bushaltestellen und fahren mal hier lang. Da lang. Und zwar starten wir hier, fahren dahin, dann fahren wir auf dem Rückweg. Nur noch halten wir hier noch mal am Amselweg. Dann sind wir hier. Das ist der Bus in Lückstedt. So, und jetzt brauchen wir hier auch noch ein Depot. Das können wir mal hier außerhalb irgendwo hinsetzen. Und dafür nehmen wir mal. Was bist du denn? Achso, das ist ein fliegender Besen. hier, zack, zack, zack. Bus Lückstedt. Willkommen. Hallo. Okay. Genau, die sind dann jetzt hier. Und transportieren Menschen. Zum Bahnhof. Wo ist unser Zug? Da ist unser Zug. Wieso fährst du dann auf dem Gleis? Achso, ist. Hä? Moment mal.
Warum ist das denn kein Rechtsverkehr? Warum fährst du denn so rum? Nein. Du musst in die 1 und du musst in die 2. Nee, das war jetzt genau falsch. Oder? Nee, doch. Ja, jetzt ist richtig. Doch, doch. Genau, jetzt fährt er rechts lang. Hm, komisch. Oder? Doch, ja, jetzt ist es in Ordnung. Genau. Jetzt fährt er auf der rechten Seite. Hier stehen sogar, sind sogar ein paar Leute eingestiegen. Und bist du denn angeschlossen? Und die paar Häuschen da. Verrückt. So, wie sieht's aus mit den Bussen hier? Ja, ein bisschen was. Ja. Läuft noch. Schleppt. Wie sieht's hier aus? Ja, okay. Hier ist auch alles bei bester Ordnung. Hier braucht keiner Nachschub irgendwie. Wie sieht's hier aus? Sieht, glaube ich, auch ganz gut aus bisher. Wie sieht's hier aus? Brauchst du vielleicht noch Verstärkung? 300? Ja, du brauchst definitiv Verstärkung. Du wirst einmal geklont. So, dann haben wir da auch ein bisschen mehr Holz, das wir da wegtransportieren und verdienen hoffentlich mehr Geld. Okay, gut, dann mit der Wiederaufnahme dieses Projektes bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und hoffe, bis zur nächsten Folge. Alles Gute, alles Liebe.